Episode 1 hat die Düsterwelt betreten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel. Ich habe den Namen vergessen. Drake irgendwas. Hollow, genau. Drake Hollow. Guck mal, die sind alle hinter mir. Die mögen mich alle. Der Name erscheint in lila. Das ist ja süß. Hi, Kleiner. Dankeschön. Kannst du die auch alle nochmal ansprechen hier? Natürlich. Hallo. Ja, wir sind Freunde. Den kann ich jetzt wahrscheinlich, oder? Kann ich den... Ey, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Hallo. Oh, keine gesammelten Fünkchen. Ja, anscheinend können wir jeder... Also, wir gelten quasi als eine Person. Ach so, was ich allerdings machen wollte... Okay, ich habe nichts, ne, wollte ich nochmal sagen. Ich habe weder einen Stock, ich habe gar nichts an ihm. Nee, ernsthaft jetzt? Ja. Dort? Meins ist komplett leer. DPS. Die Hacke ist aber ganz schön. Okay. Kannst du mir irgendein Teil geben? Irgendwas? Ja, das ist die Frage. Warte mal, Inventar. Ich habe ja auch noch einen Baseballschläger. Wieso kann ich den eigentlich nicht auswählen? Ablegen. Ich kann den ablegen, aber ich weiß nicht. Warte mal, ich probiere das mal mit dem Stock. Den Stock ablegen. So? Liegt der jetzt? Ah, liegt jetzt da. Okay, warte, dann gebe ich dir den Baseballschläger. Ja, weil wenn der jetzt ganz weg gewesen wäre, dann wäre das jetzt doof, weißt du? Wenn das jetzt weggeworfen wird oder so. Der hat den genommen. Sag mal, der hat den noch im... Der hat den in der Hand. Hallo? Der hat den jetzt abgehauen damit. Hat er den jetzt hier reingetan oder was? Warte mal. In deine Kiste? Vielleicht räumt er auf hier. Der Arsch! Da ist aber auch der Zweig drin, hä? Ja, den hab ich aber. Hä? Nee, gut, Zweig ist was anderes als der Stock. Zweige sind ja das, was vom Baum kommt, glaube ich auch. Ne? Ein Zweig ist hier drin. Ich weiß auch nicht, wofür ich Unkrautspray benutze. Das tue ich mal erstmal da rein. Für Unkraut eben. Fruchtbeeren tue ich auch mal da rein. Moment C, alle. Will er nicht? Ach so, Schafgarbe, ich tue das mal alles da rein. Ich weiß nicht, ob du da auch Zugriff drauf hast. Schnürsenkel habe ich sogar gefunden. Doch, Donnerbuchsen habe ich auch. Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Hast du auch einen Bogen unterwegs gefunden? Was hast du jetzt gemacht? Dragoner erhöhen deine Lagerstufe. Je höher die Stufe, umso mehr kannst du bauen. Hier lag was und das hat sie wieder weggenommen. Geil. Ey, was machen die hier? Manifestationsfunken, kann das sein? Ja, der ist gerade hier reingekommen. Den brauchst du, nimm den mit. Ja? Ja. Ich hab da jetzt aber auch nur einen von. Ich hab einen Butterstampfer. Ja, aber das Doofe war, ich darf die Krähe nicht ansprechen, weil sonst kannst du nicht zeigen, was du für eine Quest gekriegt hast. Ich weiß ja noch nicht, was ich kriege oder was ich kriegen könnte. Ich tue erstmal nur die Sachen hier rein, weil sonst kann ich ja nicht ganz so viel mehr mitnehmen. Helmkraut, Wolltest mir aber immer noch was geben? Ja, läuft mir nicht hinterher. Päckchen. Ja, das habe ich noch nicht rausgeholt. Warte mal, Nein! Och, jetzt hat er dieses Unkrautzeug wieder reingetan. Rohrkolben. Polsterrest. Ich kann doch auch ans Depot. Du brauchst das nicht rausnehmen. Ach so, dann tue ich das wieder rein. Wen soll ich denn jetzt nehmen? Pass auf, dann nimmst du ganz unten den Aluminiumschläger. Den habe ich. Halten 1, um dein Ausrüstungsmenü zu öffnen. Und jetzt? Hä, wieso habe ich jetzt nichts mehr da drin? Du hast nur noch die Spitzhacke. Ich habe die anderen Sachen aber gar nicht weggetan. 2 für die Distanz. Okay, da ist der Druckluftnagler am besten. Bis auf den Grundschaden. Okay. Okay. Ja, ich komme mir, wie gesagt, irgendwie ein bisschen vor wie in Fortnite. Gerade mit dieser Spitzhacke hier. pass auf, wenn du gerade schon mal da stehst. Guck mal. So. Nee, dann nicht. Dann komm mal nach hier. Stell dich mal neben mich. Ach, jetzt kommen diese blöden Idioten hier hin. Entschuldigung, die süßen Dinger kommen hier hin. Nein, ich will nicht das Glück entfernen. Ja, geh weg. Geh weg, Junge. Komm mit, schnell. So, ich möchte uns beide mal nebeneinander zeigen. Vielleicht kann ich damit auch ein schönes Bild machen für später. So, das war's schon. Warte mal, geh nochmal zur Krähe, weil die hat noch einen Ausrufezeichen. Vielleicht kannst du die Quest doch nochmal lesen.
Oder sie hören. Ja, natürlich. Das habe ich ja, wie gesagt, wie nichts sind. Ach so, weil ich die Sachen nicht mehr im Inventar habe. Ja, du so hast blöd. Sie rausgenommen. Egal, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Echt? Ich dachte, wir hören jetzt auf. Sieh mal einer an! Du baust hier ja eine richtige Stadt. Jetzt ist es an der Zeit, dass du etwas Wichtiges über diesen Ort erfährst. Du und die Dragora, alles Gute, das hier lebt, ist Teil einer Symbiose. Je älter sie werden, umso mehr wird ihre Energie in dich fließen. Wieso klingt das jetzt pervers? Was du tun musst, ist, ein paar Kristalle da draußen in der Wildnis zu finden. Sobald du welche gefunden hast, kannst du sie für das Wachstum einer Dragora einsetzen. Jeder Dragora hat eine Vorliebe für eine bestimmte Kristallart. Achte also darauf, dass sie zusammenpassen. Okay, lass eine Dragora mit einem Kristall wachsen. Achso, ich kann noch mal mit dir reden? Nee. Wir haben aber jetzt das Dorf müssen. Mach dich der auf. Überfall, hier oben okay. Steht ein Counter. Der Überfall ist in 9 Minuten ja. Der nächste. Ach, das ist gut, wenn die das vorher anzeigen. Ich hole mal Holz erstmal für was zu bauen. Ich wollte gerade sagen, wofür brauchst du jetzt Holz? Aber ich muss die Sachen aus dem Depot dann doch wieder rausnehmen. Natürlich. Zumindest die Sachen, die, wo ich weiß, dass ich die Fäulnispilz, meine ich, brauche ich dafür. Was brauche ich denn sonst noch hier? Kessel einlagern, das geht jetzt, okay. Gut, aber Wasser habe ich nicht. Du hast auch noch nicht rausgefunden, wie man zufälligerweise Wasser holt, oder? Einen Brunnen müssen wir machen. Wir müssen das craften. Jetzt steht doch hier. Stimmt. Baue ein Dorf. Deshalb hole ich Holz, weil ich denke mal, Holz ist schon mal ein... Ja, Moment, aber ich kann keinen Brunnen herstellen. Ich kann nur die normalen Sachen herstellen, die ich jetzt auch habe. Einen Brunnen, einen Jokerball brauchen wir. Und ein Bett, okay. Erreiche Stufe 4. Und wir müssen einen wachsen lassen. Die Frage ist jetzt, das Problem ist, wenn natürlich jetzt ein Überfall kommt. Und ich denke mal, dass jetzt hier nicht mehr viel neu spawnen wird, oder? Kann ich ja, da, aber da du, kann ich hast die du nicht diese, was mache ich denn? Da war ich auch noch nicht hier. Handeln. Ach, hier kann man handeln. Hallo und willkommen in der Welt voller Wunder. Elsters Emporium. Wenn du glänzende Objekte hast, dann bin ich genau die richtige Elster dafür. Ein schneller Blick genügt und ich kann sagen, dass du über ein ebenso feines Gespür für funkelnde Dinge verfügst wie ich. Ist ja klar, ich bin noch eine Frau. Ich bin mir sicher, dass wir hervorragend miteinander auskommen werden. Bitte sieh dich um und inspiziere die Waren. Ich bin immer an einem Handeln interessiert und daran, meine riesige Sammlung an seltenen und wunderschönen glänzenden Objekten zu vergrößern. Das klingt nach mir in Teso. Schau gerne morgen wieder vorbei. Ich bekomme jeden Morgen neue Waren. Okay. Danke. Okay. Das kann ich nicht kaputt machen. Na gut. Dann klaue ich mir jetzt einfach hier die Dinger, die hier überall stehen. 7 Minuten bis zum Überfall. Wir haben auch kein Bett mehr für die, ne? Oder? Nee, da steht nichts mehr, ne? Ja, ist der nächste Tag. Ich glaube, das gilt ja nur für einen Tag, ne? Warte mal, kann ich... Aua! Ich wollte nur gucken, ob ich da durch kann. Entschuldigung. Da unten... Doch, da unten ist noch was. Das heißt, da muss man noch wieder hochkommen. Hoffe ich. Ja, hier hinten, okay. Perfekt. Also bei der Elster hier war ich gerade. Das war, glaube ich, nichts, was man wegmachen konnte. Da oben, ich weiß gar nicht, da oben war ich da jetzt schon. Ich war noch gar nicht überall in der letzten Folge. Also, was ich jetzt so spontan schon sagen kann, die Grafik finde ich ganz cool. Ach doch, da bin ich hergekommen, glaube ich. Die finde ich schon ganz cool. Ist was ein bisschen stört, was halt für sehr viele negative Kommentare gesorgt hat, dass man wohl viel zu wenig von diesen Kristallen bekommt. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Was ich sehr positiv finde, dass du keine Ausdauer verbrauchst, obwohl du die ganze Zeit sprinten kannst. Das liebe ich immer bei Spielen. Ich meine, wenn du kurzfristig deine Ausdauer verbrauchst, ist auch okay. Aber wenn du dann immer so lange warten musst, weißt du, das ist dann Mist.
Hinten ist der Leuchtturm, da kommen wir aber, glaube ich, nicht drüber. Was ist mit dem Auto? Ist da was Neues gespawnt jetzt? 5 Minuten. Ich habe ein Klo gefunden. Okay, da ist nichts Neues. Da war ein Löffel drin im Klo. Das heißt dann wohl, da war ich noch nicht. Hier oben war das, ne? Das bin ich ja. Ja, oder es spawnt wieder neu. Ich weiß jetzt nicht, aber das, was ich jetzt bisher gesehen habe, da ist nichts von neu gespawnt. Die Bäume könnte ich mir vorstellen, dass die schon neu spawnen. Ja, ja, die Bäume, also so die Rohstoffe. Allerdings wohl die Kristalle nicht so, wie die das geschrieben haben. Ach, da hinten bist du. Also wenn einer von euch das Spiel schon gespielt hat und da mehr weiß, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil wir nicht so ganz wissen, da ist gerade eins vor meiner Nase gespawnt, weil wir nicht so ganz wissen, ob wir jetzt spezielle Rohstoffe wie die Kristalle zum Beispiel wieder neu bekommen. Wir müssen aufpassen, der Überfall kommt gleich, ne? Ja, 4 Minuten. Ich bin direkt gegenüber am Haus, aber ich glaube, doch, im Haus ist auch was neu gespawnt. Also die Garage ist nichts Neues. Also da habe ich... Auf dem Steg ist noch was. Ich gehe nochmal schnell oben gucken. Was ist denn eine Pizzaschaufel? Ach so, Pizzaschaufel. Was ist denn eine Pizzaschaufel? Ach so, eine Pizzaschaufel. Ich hatte erst Pilzschaufel gelesen, aber es war eine Pizza. Okay. Wobei ich auch nicht weiß, was eine Pizzaschaufel ist, nebenbei bemerkt, aber... Okay. Ich ging mal zum Pizzaschaufeln. Ja, aber wer schaufelt bitte eine Pizza? Also der Name ist ein bisschen seltsam. Der Pizzaschaufler, der macht das. Ach so. Kennst du den nicht? Nee, Luigi ist noch nicht. Luigi, der Pizzaschaufler. So, 3 Minuten haben wir noch da hinten. Ne, da hinten war ich eben nochmal, ne? Am Haus war ich. Welche Garage meintest du denn eigentlich? Aber nicht bei dem Haus, oder? Die pennen hier auf dem Steinboden übrigens, ne? Die Armen. Der ist schon total... Oh. Hallo, Schätzelein. Hallo. Warte mal. Vielleicht kann ich dir ja noch ein Bettchen craften. Oh nein, mir fehlen Zweige. Mist, ich muss Bäume platt machen. Bäume platt machen, mich das anhört. So. Ja, Schätzelein, renn mir doch nicht hinterher. Ich muss für euch ein Bettchen machen. Ja, das ist schön, das ist nett. Ich muss trotzdem ein Bettchen für euch machen. Die Pizzaschaufel ist so ein langes, wirklich so ein Brett, wie die Italiener in diesen Holzöfen haben. Diesen Holzkohleöfen da. Diesen Pizza. Nee, Holzöfen. Holzkohle. Okay. Da waren zwei. Die macht sogar mehr Damage als der Baseballschläger, aber weniger Crit. Das werden wir in 2 Minuten und 18 Sekunden sehen. Was baust du da? Betten? Betten? Ja, ich versuch's gerade. Soll ich auch ein Bett bauen? Ich mache noch ein zweites, du kannst noch eins dahin bauen. Also beziehungsweise bauen lassen, weil... Mist, ne? Ich habe jetzt eins hier hingebaut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe das direkt daneben extra gemacht, aber ja, im Prinzip, die gehen ja eh nach dem Tag kaputt. Die hatten eh nur einen Tag von daher. Wie viel haben wir denn? Zwei? Wir haben drei. Drei haben wir. Drei, okay. Jetzt müssen wir noch die Puppen auch noch wieder machen, oder was? Eine Minute haben wir noch. Die Puppen, ja, die baue ich immer neben die Betten so. Ja. So, damit die auch was zu tun haben, wenn wir angegriffen werden... Nein, nicht so viele. Nein, hör auf. Wir haben doch schon zwei neben dem... Du hast jetzt einen mehr, als das wir haben. Ja, aber die eine habe ich gar nicht dahingestellt, komischerweise. Das. Ich würde dir sagen, mach noch ein Bettchen, aber die gehen ja, glaube ich, auch kaputt, wenn die nicht benutzt werden, ne? So wie ich das verstanden habe. Ja, die halten nur einen Tag. Überfall ist im Anmarsch. Überfall ist im Anmarsch, genau. Stand da, ja. Die haben schon Angst hier. Da, hinten kommen sie. Kommen sie nur von einer Richtung? Ich weiß es nicht. Hey, bist du hier? Da hinter uns. Boah, das bringt's wirklich volle. Oh, pass auf, da hinten. Weg von meinem Gerät! Du hast sie aber gut weggefetzt.
Ich habe einen Hockeyschläger bekommen. Ja, den hatte ich. Das war aber jetzt eine kleine Welle. Der ist ein bisschen schlecht, aber der ist wahrscheinlich besser als das, was du hast, oder? Wie viel haben wir denn? Ach nee, wie viel haben wir? Drei. Warte mal, pass auf, ich leg den mal hier rein. Dann kannst du mal gucken, wenn er wenn er schlechter ist, genau. Wenn er besser ist, dann kannst du den Ballon, habe ich auch gefunden, den tue ich auch mal rein. Kannst du eigentlich gleichzeitig da? Ja, anscheinend ja, ne? Ja, aber ich kann nicht gucken, ob der besser ist. Dafür muss ich rausgehen. Und wir haben keine Pilze 20. mehr. Oh, jetzt haben sie Wasser drin. Ach so, die Trinkpäckchen bringen das Wasser. Ich habe nicht richtig aufgepasst, glaube ich, in der letzten Folge. Ja, aber wir müssen trotzdem die Quest erledigen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wo wir jetzt hin müssen. Warte mal. Guck mal, mein Pizzabrett. Dein Pizzabrett. Du meinst Schaufler? Ja. Was ist denn da oben jetzt? Der hat irgendwas hier hinten. Was hat der für Sachen, Probleme? Die ich gefunden habe. Nee, der hat keine Ahnung. Weil der zeigt mir irgendwie immer als Ziel das Ding hier an. Warte mal, ich gehe mal eben auf, nicht auf Protokoll, doch auf Protokoll. Aktive Quests. Baue diese Bauten. Ja gut, die können wir ja noch nicht bauten. Die können wir noch nicht bauten, genau. Ja, aber kannst du, hast doch irgendwie eine Schriftrolle bekommen. Hast du die schon eingesetzt? Ich habe keine Schriftrolle bekommen. Ja, doch beim Leuchtturm hast du doch gesagt. Beim Singleplayer hast du die doch gekriegt. Bei der Einführung, meine ich. Ja. Warte mal, aber das ist nicht in C drin gewesen. Also das ist irgendwie so ein bisschen, was sehr unübersichtlich gemacht ist. Und sehr unlogisch. Also ich kann da nur die drei Sachen, die du halt craften kannst, machen. Und jetzt haben wir das Problem, wir wissen nicht mehr... Ach, da ist die Garage. Wir wissen nicht, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Es ist natürlich ganz toll, wenn man dann ja keine richtige Quest bekommt. Warte mal, hier oben ist auch noch was. Ach, da komme ich da hinten zu dem Haus rüber, okay. Zu dem Haus rüber. Tolles Deutsch. Hi, was machst du denn hier oben bei mir? Läufst du mir überall nach, wenn du voll bist? Das ist ja lieb. Ich hoffe, das macht ihn nicht kaputt. Warte mal, Kristall. Haben wir denn vielleicht irgendwo ein Kristall? Wir haben Leuchtsteinsplitter, Fluoritsplitter, also habe ich, und Mondsteinsplitter. Verhelfen seinem Besitzer zu Glück. Begünstigt die Produktion im Lager. Okay. Manifestationsfunken, den habe ich, glaube ich, bekommen. Beschwöre die arkanen Energien in dir und deinen Aufenthaltsort zu verlassen und dich ins Lager zurückzubegeben. Aber den kannst du nur einmal benutzen dann. Sozusagen der Notpunkt, wenn man so will. Glück elektrisiert. Kleinkindalter. Das Problem ist, da steht... Warte mal, Hilfenachrichten. Lagervorräte, Schlaf und Unterhaltung, Fünkchen. Das ist alles klar. Kuriositäten herstellen ist auch klar. Lagerstufe. Ja, das sind ja tolle Hilfenachrichten hier. Ich will... Ach, du bist das. Ich will aber eigentlich eine Hilfe dafür... Was macht der denn hier? Ach, der will schlafen. Du leg dich doch hin, mein Süßer. Warum jetzt hat schläft er nicht? Jetzt hat er sich ein Spielzeug geschnappt. Ich denke, der will schlafen. Ja, der hat irgendwie so ein Symbol, dass er schlafen will. Ja, der ist müde. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, da wir keine richtige Quest haben, dass wir weiter nach oben gehen. Ja, doch, wir haben Quest, aber... Warte mal, da sind ja auch noch die schlafenden Dragoras hier, ne? Ja, zwei wo Stück. Denn? Geh mal auf M. 1, 2, 3 Inseln weiter ist der nächste. Ja, aber wie sollen wir da hinkommen ohne Kristalle?
Ja, ich habe ja noch welche, aber ich habe halt nicht so viele. Warte mal, ich mach mal welche. Ja, aber du kriegst auf jeder Insel welche. Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Warte mal. Jetzt hat die da so ein komisches Sternchen dran. Moment, ich mach erstmal eben die Kristalle. Warte mal. Schutzzauber. Alle drei mache ich mal. Ich denke mal nicht, dass wir die noch für irgendwas anderes gebrauchen. Ich hoffe nicht. So, also ich habe 10 Stück. Kann ich mit dir jetzt nochmal sprechen? Also, diese Richter, die ich erwähnt hatte. Üble Kerle, das kann ich dir sagen. Sie kamen vor sehr langer Zeit her, vor Hunderten von Jahren. Sie waren nicht die Ersten und offensichtlich auch nicht die Letzten, aber sie waren bei Weitem die garstigsten und blieben am längsten. Leute von deiner Seite sollten nicht so lange hier sein, wie sie es sind. Wird man so alt und nur noch von Magie zusammengehalten, dann wird man wahnsinnig. Aber mach dir keine Sorgen, du hast noch mehr als genug Zeit. Wir bringen dich wieder nach Hause, bevor du anfängst, durch die Gegend zu fliegen und alles kurz und klein zu schlagen. Okay, das will ich mal hoffen. Mhm. Ich kann jetzt immer noch mit dir reden, aber da ist jetzt kein Zeichen mehr drin. Was gibt's? Ich arbeite gerade am Nest. Nee. Ja, aber ich habe jetzt auch... Das Einzige, was ich habe, ist, dass der mich immer wieder hier hinführt. Warte, nee. Halten. Nee, ich dachte, wir wollen... Also hier ist auch das Ausrufezeichen. Aber das heißt wahrscheinlich nur, dass ich die Stufe erhöhen soll. Ja, ja, aber das können wir ja nur machen, wenn wir Sachen haben. Und wir kriegen ja keine... Ja, deswegen sage ich ja. Also ich würde jetzt sagen... Ja, dann lass uns mal losgehen. Wir gucken in die falsche Richtung. Die Richtung müsste das sein. Ja, genau. Dann hinten und dann eins weiter. Aber ich würde sagen, wir probieren das aus, wenn einer das macht, ob wir dann beide durchkommen erstmal. Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall spannend. Das wäre sonst bescheuert. Also. Warte mal. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist der Inselturm. Soll ich oder? Ja, ich habe ja keins. Ich habe ja keine Dinger. Ja, dann musst du neue craften. Ja, ich kann dich nicht craften. Ich habe keine Kristalle. Mach jetzt erstmal. Ja, ich kann mit. Das ist gut. Ich kann dir auf den Hintern hauen. Das ist schlecht. Lass uns hier aber nochmal gucken, ob wir irgendwas einsammeln können. Materialien, ja. Warte mal, vielleicht gehe ich nur mal zum Leuchtturm hoch. Ja, ja. Oh, hier ist was. Also einer. Was? Oh, jetzt einer? Wollte ich dich auch gerade schlagen. Jetzt weiß ich, dass du das willst. Weiß ich. Da ist eine Kiste was zum Holen. Was leuchtet das denn? Hast du mir denn jetzt hier alles geklaut? Ich habe den Typen gerade gekillt, der da war. Ich gehe nochmal hier hoch. Da ist noch was zum Einsammeln. Da oben meinst du? Oder meinst du jetzt hier das Bei Ohr? Dir, bei dir. Warte mal, ich guck hier unten aber auch einmal rund. Das ist halt, ja. Es ist aber halt so ein typisches. Ja, Survival-Spiel will ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber es ist schon so, man muss halt eben viel einsammeln, damit man viel craften kann. Aber die Idee, dass man halt diese Siedlung aufbauen muss und so, die finde ich schon gut von den Machern. Und die Grafik finde ich absolut in Ordnung. Also das ist jetzt nicht so überragend, sage ich mal, von der Grafik her. Ist ja keine Echtgrafik oder so. Aber es ist halt schon schön gemacht, finde ich. Also, da geht's hoch. Hier kann man einen Waldblick machen. Du findest machen, das scheinbar anders. Oh, da unten sind Kristalle auf dem Haus. Da ist... Dach. Warte mal. Ach so, das ist unser... Ach, damit man... Ja, das habe ich... Da oben, genau, das habe ich auch gelesen. Dass man wohl auf den Dächern nachgucken soll. Das habe ich leider zu spät gelesen, da war ich hier schon weg. Hast du denn hier schon alles durchgeguckt? Ganz oben, ja, da ist nichts mehr drin. Aber ganz oben war noch dieser Weitblick. Den kannst du da machen, wenn du willst. Ja, den habe ich ja schon. Ach so, ja gut, dann komm ich hier runter. Beim letzten Mal. Da ist hier nichts mehr. Da ist auch nichts Neues unten drin. Sollen wir erstmal die große oben links? Ach nee, Moment, wir wollten ja nach rechts. Wir wollten den neuen noch aufwecken erstmal. Also rechts, ne? Wo genau, wo das Fragezeichen... Ja, das Fragezeichen sind die Fallen. Wuhu! Okay.
Also das macht auf jeden Fall keinen Schaden. Es war ein bisschen sehr tief, das ist aber da hinten. Meinst du, das schaffen wir darüber? Oh, ach so, dein. Ja, was ich jetzt ja, nicht genau... Ja, die schaffen wir, ja. Was ich nicht genau weiß... Aber warte auf mich am Rand. Bitte. Was ich nicht so genau weiß... Okay, kannst. Sag schon. Ja. Wann die immer angreifen. Es kann sein, dass wenn oben die Kugel einmal rum ist... Auto. Schnell. Oh. Komm mit. Ja. Oh. Nein! Oh, geh raus! Boah, ey. Das war keine gute Idee mit dem Auto. Ja, aber es hat nicht viel gekostet. Warte. Oh, da kommt einer. Oh, nein, der hat da war gedacht. Einer. Ah, ich habe neue Pfeile, sehr gut. Da ist noch einer. So, ich bin jetzt hier gerade total... Hast du das Auto jetzt durchsucht hier? Ja. Yeah. Okay. Sag mir, ich komme mir hier so richtig vor wie in Fortnite oder so. Ist so eine Mischung aus Fortnite? Ja, sieht auch ein bisschen von der Grafik so aus. Ja, yeah. Der ist ja auch von den gleichen Machern, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe, glaube ich, gerade eine Pusteblume bekommen. Also zum, so eine Mischung aus Fortnite, aber auch so ein bisschen dieses Zombie-Spiel hier, was wir parallel noch spielen. Ja, aber... Nee. Ja, dass du so Sachen kaputt machen musst. Ja, aber die Grafik ist ganz anders. Ja, die Grafik, ja. Ich rede ja auch nicht von der Grafik. Irgendwas kommt hier. Hier kommt einer. Ich sehe keinen. Ja, bei mir war da. Okay. Was ist das denn da hinten? Ach, das ist ein Auto. Warte mal, da ist auch eine Chest. Siehst du das? Ja. Hier oben. Wie kommen? Ach, hier kommen wir aufs Dach. Kommst du auch hoch? Ja. Ah, das war eine Blaupause. Sehr geil. Ja, weil ich wollte nicht alle Splitter jetzt einsammeln. Dann hast du auch was. Mal gucken, wie viel ich habe. Also ich habe 8 Splitter im Moment. Ich habe jetzt 3. Ich habe jetzt nicht wirklich neue. Au. Da unten ist noch ein paar Pflanzen sind hier unten nochmal. Geh nochmal hin. Pilze. Ja, da bin ich wo. In die Richtung müssen wir rüber. Die Frage ist jetzt, da hinten ist was zum Hochgehen. Oder links. Ich schätze mal, wir müssen dann da hoch. Schaffen wir das mit den Sekunden? Wir müssen auf jeden Fall rübersprinten. Also wir müssen da links diese Treppe quasi hoch. Ja? Ja, da, ja komm, probier. Aber du musst vorgehen. Achso. Ja, dann sprinte. Okay, das schaffen wir. Weil wir eben nicht gesprintet haben, war das wahrscheinlich so lang. Ja. Wow. Äther verbreitet sich und bedeckt Inseln. Es zerstört Versorgungsnetze, wenn er nicht beseitigt wird. Reinige eine Insel vollständig, um sicherzustellen, dass sein Versorgungsnetzwerk aktiv intakt bleibt. Mann, ich kann auch mal lesen. Wie sollen wir die denn vollständig reinigen? Das ist eine gute Frage. Oh, hier ist ein großer Boss. Au! Hallo! Rechts zum Blocken. Ja, ich hab ihn. Was war das denn? Hier ist noch einer irgendwo. Aber der hat mehr Splitter gedroppt. Warte mal. Gut, so einen grünen Splitter. Ach, die grünen Splitter sind für die kleinen. Für die Pigment, würde ich immer sagen. Weil die erinnern mich an dieses Spiel. Ach nee, die Mitte ist zum Blocken, nicht rechts. Ja. Du erinnerst dich an dieses Spiel. Kann man die nicht kaputt machen? Nein, an dieses Pigment. Ich gehe mal ins Haus rein. Ich habe eine Hupe gefunden, glaube ich. Oder einen Kronleuchter. Irgendwas. Eine Hupe? Okay. Hier ist ein Geist. Hi. Aber mit dem kann man irgendwie nicht interagieren. Okay. Ja, ich würde schon fast sagen, dass wir hier das Zeug noch nehmen, was da oben ist. Hallo, das Trinkpäckchen. Dass wir hier mal eben einen kurzen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.